Name ist Jörg Schuh. Ich bin Priester im Bistum Trier. Und Schönstatt liegt im Bistum Trier. Darauf sind wir natürlich hier auch besonders stolz. Und gerne nennen wir auch das Urheiligtum in Schönstatt unser Diözesanheiligtum. Wir sind hier in der Marienau. Die Marienau war in den ersten Jahrzehnten das Heim, die Heimat für alle Schönstadtpriester. Die Marienau hat einen wunderschönen Garten, in dem das Kanaan-Patris-Heiligtum liegt. Im Oktober bei unserem großen Fest werden hier Bischöfe aus aller Welt und Ehrengäste wohnen dürfen. Das ist besonders schön, weil die Marienau und ihr Heiligtum ganz in der Nähe des Urheiligtums liegt, also ganz im Herzen unseres Ortes Schönstatt. Das Liebesbündnis möchte ich sehr gerne am 18. Oktober in diesem Jahr erneuern. Und es bedeutet mir sehr viel, denn das Liebesbündnis ist in den vergangenen 100 Jahren gewachsen. Es ist das Liebesbündnis mit unserer Mutter Maria. Aber uns ist auch deutlich geworden in unserer 100-jährigen Geschichte, dass dieses Liebesbündnis zum Vater im Himmel führt. Und wenn wir in der Liebesbündnisfeier am 18. Oktober das Vaterauge anbringen im Urheiligtum, dann wird das deutlich. Wenn wir zu Maria ins Heiligtum kommen, dann nimmt sie uns an die Hand, wie eine Mutter ihr Kind, und führt uns zu Christus, im Heiligen Geist, zum Vater im Himmel. Und das ist für mich der besondere Akzent in diesem Jubiläumsjahr. Diese Ganzheitlichkeit unseres Glaubens. Maria ist nicht alleine. Maria steht nicht für sich alleine, sondern Maria führt zum dreifaltigen Gott. Und das ist für uns Trierer ein besonderes Geschenk. 1967 hat Pater Kentenich eine lange Diskussion darüber beendet, wer denn ein Vaterauge für das Urheiligtum schenken darf, indem er es selbst geschenkt hat. Und er hat es der Trierer Schönstadt-Familie anvertraut. Damals Pfarrer Heinz Künster als Diözesanpräses. Und ich wünsche ihm, einem alt gewordenen Mitbruder, dass er selbst das auch noch erleben darf, jetzt im Oktober das Vaterauge zum Urheiligtum zu tragen, damit es von uns allen dort angebracht wird. Ich freue mich auf den 18. Oktober diesen Jahres, wenn wir unser Liebesbündnis erneuern, als das Liebesbündnis, in dem Maria uns mitnimmt zum Vater im Himmel. Ich glaube daran, dass das unser Weg ist, mit Maria durch Christus im Heiligen Geist zum Vater. So will ich am 18. Oktober diesen Jahres mein Liebesbündnis erneuern und mich ihr neu anvertrauen, damit sie mich an die Hand nimmt. Was bedeutet dieser 18. Oktober für Sie? Vamos contigo, dein Bündnis, unsere Mission.